Der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo gilt als der Waldmacher. Er entdeckte eine Lösung für die extreme Entwaldung und Wüstenbildung in der Sahelregion. Seine Idee liegt darin, Bäume aus intakten Wurzelsystemen heranzuziehen und mit einfachen Mitteln zu pflegen. Rinaudos Methode zur natürlichen Regeneration hat allein im Niger 50.000 Quadratkilometer Land wieder fruchtbar gemacht und somit die Lebensgrundlage von Millionen Menschen verbessert. Das Potenzial ist groß. Erodierte Trockengebiete mit einer Gesamtfläche von der Größe Indiens könnten so regeneriert werden. Was Rinaudo geschaffen hat, ist viel mehr als nur eine landwirtschaftliche Technik. Er hat Landwirte inspiriert, in Eigeninitiative die Sahelzone neu zu begrünen.